Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Blackguards, wo wir vor der Villa stehen von unserem Folterknecht, der ziemlich böse zu uns war. Wir müssen gerade gucken, dass wir hier irgendwie zur Villa kommen. Jetzt sehe ich gerade, da oben steht ja auch noch ein Gefolgsmann. Und ich hoffe, dass der hier auch noch die Fallen findet. Wir müssen auf jeden Fall den hier oben auch ausschalten. Na? Komm. Schaffst du. Gut. Damit ist schon mal der mich von oben hätte nerven können, weg. Ein freundlicher Herr stellt sich da unten schon mal bereit, von uns erschossen zu werden. Aber wir werden erstmal auf den Armbrustschützen gehen. Also der kann mich über zwei Felder angreifen, ne? Dann gehen wir doch wieder zurück. Ich überlege gerade, warum ich die Fallen entschärfen sollte. So, noch 6 Schaden. Das kriegen wir mit dem normalen Feuerstrahl hin wieder. Bam, ist der auch schon erledigt. Jaja, mach ruhig deinen Schlag da. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Fallen entschärfen sollte gerade. Da ist meine Truppe auch einfach zu mächtig schon. So, dicken Hieb. Nochmal wuchtiger Angriff. Und jetzt müsste ich ihn eigentlich... Ja. Zauber kommt in die Ecke, sagt Bam, in your face. Und wir kriegen ein paar gehärtete Lederstiefel. Nehme ich gerne. Warum auch nicht. Mit Feind könnte es aber vielleicht eng werden. Lustig ist, dass die Gambeson genauso gut sind wie gehärtete Lederstiefel. Ich hatte jetzt gedacht, die sind etwas besser. Vor allem hat die Lederklamotten an irgendwie, aber es sind keine... Oh, der kann ich die Lederbeindinge klauen. Ah ne, die bringen mir jetzt gerade eigentlich nichts. Jeder hat schon Lederbeindinge. So, gut. Dann können wir nach da hinten gehen. Aber laufen wir mal die anderen Bereiche auch ab. Denn jeder Kampf bringt uns doch einiges. So, zu dir komme ich nicht. Generell komme ich zu keinem. Ich kann interagieren mit den Fässern. Ach, da hinten ist eine Glocke. Da kann man auf jeden Fall Alarm schlagen. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Was hast du denn hier hinten für eine Waffe? Egal, ich töte dich. Oh! Der erste fiese Schaden in der Brust und, wenn es funktioniert, kann ich dich sogar jetzt schon töten. Ah, zu wenig Schaden. Aber mit einem normalen Pfeil nochmal in die Brust gehst du auch schon down. Und jetzt wird's hässlich. Denn der hier sieht aus wie, keine Ahnung, Wolverine in seinen besten Jahren. Ah, der hat Schlagen beim Vorbeilaufen. So, gehen wir mal hier runter. Machen wir nur normalen Pfeil, weil wir relativ nah dran stehen. Den Zauberer schicken wir mal runter. Machen wir nur die einfachen Flammenangriff. Na, nicht? Ah, gut, noch geschafft. Er greift natürlich nicht den Zwerg an. Wer wird das auch schon tun? Mann. Ah! Gleicher Fehler wie vorhin gemacht. So, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen weiter auf Distanz mit. Komm. Warte mal eben.
Ja, okay, er hat einen Stern. Ich weiß nicht, wie stark er ist. Aber ein bisschen wird er aushalten. So. Ach, mein Zwerg hält den Schlag wieder aus. Haben wir noch irgendwas, was wir hier betätigen sollten? Nö. Gut, dann können wir den Wuchtschlag einfach vom Zwerg machen. Wird geblockt. Dann zielgezielter Schuss von Birdie wieder. Und da liegt er auch schon. Der Schlawiner. Und wir müssen eine Runde rasten. Eine Sense und schon wieder gehärtetes Leder. Hm, ich wünschte, es gibt ein paar mehr Ausrüstungsgegenstände. Auf zum Innenhof. Wir haben ja mehr als genug Proviant. Also, ich habe es ja die letzte Zeit eigentlich nie gemacht. Was ist denn die letzte Zeit? Diesen Menschen? Sie haben ein Loch in der Stirn, wie bei meiner Schwester. Hey! Hm. Genau, komm doch mal einfach zu mir gelaufen. Da hinten ist... Er ist Armbrustschütze, oder? Aber was hat er da? Ja, ist eine Armbrust. Er hat einen Knüppel. Die haben alle Knüppel, er hat zwei Sicheln. Er ist auch der Boss. An den Armbrustschützen komme ich gerade nicht ran. Dann versuchen wir wenigstens den Boss zu erwischen. Hm, der Zwerg bleibt mal in Blockposition. Ja. Elfe muss halt sie ein bisschen schützen. Ein bisschen weggehen. Ah, da liegt er schon. Und jetzt können wir ja eigentlich, wo ist es? Nicht heilen. Rüstungsschutz. Arkane. Nein, da ist nur ein Feld. Wir brauchen aber die Arkane Mauer für zwei Runden. Sehr schön. Tja, und schon kommt er nicht mehr da lang, wo ihr lang wolltet. Ach, und dafür gibt's jetzt meinem Zauberer einen mit deiner Armbrust. Das wird noch Konsequenzen haben. Na, treffe ich den von da? Natürlich nicht. So, und hier kann ich schön blocken. Kann schöne Wunde ihm zufügen. Ha! Ach, meine Truppe ist inzwischen schon so geil. Auch wenn ich keine Verstärkungen einsetze. Als wenn du meinem Zwerg Angst machen könntest. Ja. Wer ist gerade dann? Ich bin dran. Ach so, ich bin auf Schuss, deshalb konnte ich nichts mehr machen. Acht Schaden. Der Zwerg haut mal eben ihn um. Dann haben wir unsere wundervolle Elfe. Oder Halbelfe. Ich habe jetzt ihre Charakterbeschreibung nicht gelesen. Einfacher Feuerstrahl. Blup. Tot. Was machen wir mit den Kranken? Wir können nichts für sie tun. Ja, lass sie erstmal liegen. Wer weiß, ob man sich anstecken kann. Da sollte man immer mal vorsichtig sein. Deshalb bloß nicht anpacken. Noch mehr Entführte. Noch mehr Lager, noch mehr Entführte. Noch mehr Futter. Der Forscher, Questziel. Beziehungsweise Quest abgeschlossen. Ein mit Sichel. Ach, die sind beide nicht besonders stark. Belly trifft dich mit gezieltem Schuss, okay. Elendige Sichel. Da, nimm das. Komm, die Elfe unterstützt dich. Tot. So. Dicker Feuerstrahl. Schaden, Schaden. Und Birdie macht den Eimer dicht. Oh ne, der Zwerg muss ihn töten. Macht nichts. Ein Goblin. Ihr befreit mich, ja? Ja?
Ah, ich habe einen guten Tag, komm raus. Danke, danke, danke. Hier, nimm. Geschenk. Wunderschön. Ein Knochen. Nicht Knochen, Schlüssel. Für größten Schatz von ganz Fürstentum Sulak. Ja, weg mit dir, Stinker. Ist Schlüssel. nehmen wir wieder alles mit. So. Ausruhen. Auf zur Folterkammer. So sieht man sich wieder. Du, verflucht. Raus mit euch. Ach, jetzt holt er die Tierchen da alle raus. Haben nur 20 Leben. Wenn ich mich hier hinten hinsetze. Verdammt. So, jetzt der Zwerg dran. Dann stellt der Zwerg sich hier hin. So, die junge Dame geht dahin. So, Zauberer dahin. Und dann mit etwas Glück, das ich auch habe, machen wir mal eine arkane Mauer hoch. Greif mich doch an. Aber über die arkane Mauer kann ich nicht drüber schießen, ne? Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Ich kann nur über den Zwerg hier feuern. Oh, da ist auch noch ein Heiler. Ach doch, ich kann über die Mauer schießen. Aber ich stehe hier vorne zu nah dran an den Mistdingern. Nee, ich kann doch nicht durch die Mauer schießen. Kacke. Na, immerhin kann ich so halb. Ja, müssen wir doch gleich, Warum gehen die denn alle da hinten hin? Wird er Liebe mit ihnen machen? Hat er Liebe mit ihnen gemacht? Nix. Ja, heil den ruhig wieder. Machen wir mal Sinnesschärfe. Hauen wir den mal eben kaputt. Jetzt bin ich natürlich auch schon wieder zu nah dran, ne? Na, ich könnte ihn vielleicht töten. Gut. Jetzt muss ich echt warten, bis die Mauer platt ist. Genau jetzt. Au. Trefferchance. Der da hinten ist zu weit weg. Oh, natürlich. Na, versuchen wir unser Glück mal bei ihm. An dem bin ich generell zu nah dran. Nochmal Schaden auf den da hinten. 9. Wie viel wäre es das? 8 Feuerschaden. 12 AP ist eine ganze Menge dafür zu verbrauchen. Da werde ich lieber einen Heilzauber sprechen. Auf meinen kleinen Zwerg. Und Berdi sollte mal lieber sein
seine Schwerter in die Hand nehmen. Gliederschmerzen Stufe 1. Damit sollte ich aber klarkommen, oder? So, geh mal dahin. Dann Breitschwert, Kurzschwert wechseln. Ah, mit 9 Schaden. Wer ist der Nächste? Tot. Dann haben wir auch noch einen, der relativ schwach ist. Okay. Ah. Nur ein 9er. Okay, an den komme ich von hier nicht dran. Von hier natürlich auch nicht, oder? Doch. Hauptsache, der ist weg. Da ist schon mal einer, der keinen Schaden mehr macht. Au! Nicht ins Gesicht. Ah, verdammter Feuerball. So, versuchen wir den nächsten auszuschalten. Ich glaube, normaler Schlag sollte es... 95% und ich verfehle. Töte ihn. 3 Schaden. Ich bitte dich. Schon. Ah, okay, jetzt ist er doch gestorben. Ich dachte schon, jetzt hätte der Stockschlag nicht mehr gereicht mehr. Genau, trink mal einen Trank. Elf Schaden mit beiden Waffen. Dann kann der Zwerg den noch ausschalten. Gut. Meine Bogenschützin kann schon mal als Ziel den Zauberer nehmen. Beziehungsweise den Folterer. Trifft natürlich nicht. Ein Traum. Tja, was soll ich gegen ihn einsetzen? Haben wir irgendwas zur Schwächung? Kostet 6 ASP. Dann beenden wir die Runde erstmal. Weil ich krieg ja 2... Ach, ASP sei schon. Mana-Punkte. Jetzt frag mich nochmal, wie die Mana-Punkte gerade hießen. 6 Schaden. 10 Schaden. Nochmal. So, er könnte ihn, glaube ich, ausnocken. 4 Schaden sollten noch... Ah, 3 Schaden. Jetzt kriegen wir bestimmt einen Feuerball ab als nächstes. Ah, nee, Gebrechen. Das macht jetzt gerade aber nichts. Weil ich glaube, Gebrechen... Was bringt das denn? Gewandtheit minus 5, okay. Aber ist jetzt gerade total egal. Ach so, ich habe den Zauberer gerade. Sind auch Gliederschmerzen, ist aber kacke. Heilen von Giften. Wir können immerhin den normalen Feuerzauber noch einsetzen. Heil dich ruhig. Du bist gleich eh Moos. Wenn wir fertig mit dir sind. Upsala. Reicht das schon? Ne, 9 Schaden. Dann kommt mein Zwerg, der leider schon 2 Verwundungen hat. Aber er haut ihn trotzdem ins Gesicht und tot. Was zu reden, Glatzkopf. Schon gut. Diskriminierend. Was wollt ihr? Erblich bedingte Glatze kann jeden treffen. Warum habt ihr mich gefoltert? Das musst du deinen Freund Lysander fragen. Ich sollte nur einen Namen aus dir herauskitzeln. Was habt ihr mit meiner Schwester gemacht? Wir haben versucht, sie zu heilen. Zu heilen? Wovon? Sie war nicht krank. Ganz im Gegensatz zu dir, wenn ich mir dein Gesicht anschaue. Gib Acht, wem du dich anschließt, Spitzohr. Deine Feinde könnten dir näher sein, als du glaubst. Was zum Henker ist das für ein Name? Wenn ich das wüsste, hätte ich dich nicht foltern müssen, oder?
Ich weiß von keinem Namen. Dann ist wohl alles nur ein unschönes Missverständnis. Und wir sollten gemeinsam Grangora-Sirup-Törtchen essen. Hm. Wo ist Lysander? In Mengbilla. Was macht er dort? Das weiß ich nicht. Dann frag die Götter nach dem Namen. Ein Buch. Kann jemand lesen? Die 13 Lobpreisungen des Namenlosen. Was sagt man dazu? Wir sind in ein Rattennest getappt. Rattennest? Der Namenlose ist der verstoßene Gott, der Ursprung alles Bösen in der Welt. Die Ratten dienen ihm. Angeblich. Hört euch das an. Und sein Zeitalter wird kommen. Seine Augen vereinen die Welt. Seine Hand richtet sie auf Trümmern wieder auf. Die Lämmer erheben sich gegen die Wölfe. Und sein geflüstertes Wort erfüllt die Herzen der Frommen und Glückseligen. Still, der goldene Drache spricht aus diesem Buch. Aber wenn der Folterer ein Anhänger des Namenlosen ist... Was sagt das dann über deinen Freund Lysander, willst du sagen? Was ist das für eine purpurne Flüssigkeit? Riecht nach Lorbeer. Ich rieche nichts. Was steht auf dem Zettel an der Flasche? M macht Fortschritte. Eine Probe der neuen Lieferungen L. Ein neuer Liebestrunk vielleicht? Oder ein Gift. Am besten trinkt es einfach einer von uns. So, 50 AP, lauter Heiltränke, das große Buch der Abschwörung, Neuauflage. Alles nehmen, her damit. Und jetzt? Klüger bin ich auch nicht geworden. Wir reisen weiter nach Mengbilla, Niam. Es tut mir leid, dass wir deiner Schwester nicht helfen konnten. Du willst diesen Lysander suchen, nicht wahr? Dann komme ich mit euch. Vielleicht finde ich heraus, was sie meiner Schwester angetan haben. Das schulde ich ihr. Aus Büchern wie dem großen Buch der Abschwörung kannst du neue Sprüche mit deinem magiebegabten Charakter lernen. Schaue im Inventar im Beschreibungsfenster des Buches nach, welcher Zauberspruch in dem Werk enthalten ist. Möchtest du die Form erlernen? Wähle den gewünschten Charakter über die Porträt an und rechtsklicke das Buch. Du kannst das Zauberbuch mit allen zauberkundigen Helden verwenden, allerdings verliert es mit jeder Benutzung an Wert. Gut, Freunde der Spielkultur. Damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Blackguards. Ciao, euer Doc.